Hi und herzlich willkommen zurück hier bei Like a Dragon Gaiden. Und ich weiß nicht, ob ich gesagt hatte, von wegen, dass wir irgendwie im Dings bleiben, uns in der Burg wiedersehen. Wir werden da auf jeden Fall gleich wieder hingehen. Aber ich wollte noch eine Sache vorher wenigstens mal probiert haben. Nicht, dass ich unnötig Geld ausgebe. Denn ich habe mich jetzt rangesetzt und habe ein wenig gekämpft. Ich habe Gruppenkämpfe gemacht, wie sich das gehört. Einfach bloß, um unsere Leute auch ein bisschen zu pushen. Und hab mir halt das ausgesucht, was für mich am lukrativsten war. Und man sieht es vielleicht oben gerade schon. Wir haben einiges an Kohle. Also den tollen Schlüpfer kann ich mir auf jeden Fall leisten. Ich habe auch noch ein bisschen länger gemacht. Einfach bloß, damit ich mir ja die maximale Kraft leisten kann. Und ich habe irgendwie SMS bekommen. Warte mal. Da wollte ich lang. Glaube ich. Wollte ich da lang? Ich habe auf jeden Fall SMS bekommen von... War das der? 4 Schildkröten! Lol, was für... Okay, warte... Ich weiß, war der Ball war aber vorher noch nicht da gewesen, oder? Der wäre mir doch bestimmt aufgefallen. Ich muss bestimmt erst die Quest nehmen. Den können wir die auch gleich abgeben. Mann, Typ, Alter. Geh mir nicht auf den Sack. So, wo war ich denn stehen geblieben zu erzählen, Mann? Ja, ich bin in die Arena-Kämpfe reingegangen. Der Typ war auch hier unten, ne? Eigentlich wollte ich zu den Schließfächern. So. Hab dann Gruppenkämpfe gemacht und das, was am lukrativsten war, war eigentlich so für was sind hier die Schließfächer? Ne, sind auf der anderen Seite. War für mich so diese 2 Millionen. Natürlich ist sie auf der anderen Seite. Scheiße. Ja, war so ein 2 Millionen Ding gewesen. Und ich musste ab einem gewissen Zeitpunkt auch eigentlich gar nicht mehr in die Lounge zurück oder Champagner ausschenken oder Suff ausschenken, sondern ich konnte das dann hintereinander wegmachen und waren sogar mehr als wie 2 Millionen, weil durch den, ich habe dann Rang S gemacht und durch den Zeitbonus waren es fast 3 sogar. Was ganz nice ist. Ja. Und dementsprechend hat das ungefähr eine Stunde gedauert, bis ich dann auf 81 Millionen war. Warte. Okay, diese Stadt ruht auf 4 Schildkröten. Ganz ehrlich, daran habe ich gar nicht mehr gedacht gehabt. Aber ja, ich habe einen Schatz gefunden, schon 4 Schildkrötenstatue und sie blicken in die Richtung dieser glänzenden goldenen Kugel. Eine glänzende goldene Kugel, das muss der Schatz sein. So sieht es jedenfalls aus, aber ich bin nicht sicher, ob sie etwas wert ist. Die ist was wert, wenn wir... Es fehlen ja immer noch 3, ne? Kann ich nicht gebrauchen, du hast sie gefunden, also darfst du sie behalten. Dankeschön. Danke fürs Rätsel. Oder mal 50.000 drauf, nett. Gut, nee, halt, ich wollte jetzt nur Schließfächern. Und zwar, warum gerade diese Zahl? Also ich habe jetzt ungefähr 70 Millionen, glaube ich, gemacht gehabt. Und das innerhalb von einer Stunde. Das bloß schon mal so, hä, war das doch nicht hier? War das da drüben? Nee. Hä? Was doch auf der anderen Seite, die Schließfächer? Ich habe die bloß nicht gesehen. Das bloß mal so am Rande erwähnt. Ich wollte das jetzt eigentlich nicht so ziehen. Ich will gleich wieder zur Burg zurück, Mann. Das muss man so am Rande erwähnt. Sinn und Zweck der Sache ist, dass ich mir meinen Supi-Schlüppi leisten möchte. Und dass ich meine Power, meine Kampfkraft komplett aufleveln kann dadurch. Und plus, weil ich ja SMS gekriegt habe, dass ein Sondermatch wieder verfügbar ist. Quasi, dass ich da die 10 Millionen einsetzen kann. Es ist nicht schlimm, wenn man die nicht verliert. Weil ich habe mal geguckt, ich habe so ungefähr 1 Minute 15 bis 1 Minute 30 gebraucht. Und ich habe nämlich den Dings nämlich noch gefunden. Okay, war es leider nicht gewesen. Deshalb bin ich bloß hier hingegangen. Nicht, dass da der Schlüpper drin ist. Und dann... Naja. Gibt es umsonst 50 Millionen aus. Der ist mit Sicherheit da auch irgendwo drin. Aber ich habe den Schlüssel halt dafür noch nicht gefunden. Nee. Gib mir nicht auf den Sack. Ja. Und wie gesagt, durch die SMS
dass das Special Match wieder am Start ist, wo ich die 10 Millionen reinbuttern kann, würde ich das ganz gerne verdoppeln. Aber vorher halt Supi Schlüppi holen und meine Kampfkraft aufballern. Wir sollten wir auch so schaffen, haben wir glaube ich auch schon so geschafft, aber ich konnte halt nicht so viel einsetzen. So, grüße dich, ab zur Burg und erstmal Schlüpperkofen. Würde ich sagen. Also für jeden, der das auch dann so spielen will, vielleicht. Ich habe ja gedacht, das dauert halt eine halbe Ewigkeit. Hat es im Endeffekt da nicht. Wenn man sein Team hat, das ist jetzt auch, glaube ich, voll aufgemaxt. Da hat jeder Level 20 und Vertrauensding von 3, wo dann Special-Effekte irgendwie 7 Sekunden anhalten. Grüß dich, ich hätte gerne hier einen Schlüpfi. Ja, den rüste ich auch gleich mal aus. Okay, Verteidigung nimmt ab. Warum auch immer, aber es geht halt alles andere hoch. Deswegen besonders Angriff geht auch hoch. Also ich hoffe mal, dass das so gut ist. Und was wir auf jeden Fall auch machen, Fähigkeiten hochstufen. Das war's nicht gewesen. Obwohl Gesundheit halt auch ganz gut wäre. Sondern hier, ich kann ja noch 7-mal. Also hochgeballert den ganzen Scheiß. Wenn das immer noch nicht für alles reichen sollte. Wenn das immer noch nicht für alles reichen sollte, muss ich mich dann halt trotzdem nochmal reinsetzen. Ne? Warte mal. Ich musste aber für den Special Camp. Oh nein, Alter, hau ab hier. Ich will nichts von dir. Ich will hier hin. Und zwar, das müsste bei der VIP-Lounge, glaube ich, die Tante gewesen sein. Auch dieser Innetyp von wegen Triff mich nicht, hat dann auch nochmal geschrieben. Ich habe da jetzt nicht weiter reingeguckt. Das müsste aber am Smartphone zu sehen sein. Genau, schlag mich doch. Bitte noch eine Revanche. Empfang im Casino. Meister Notwehr, Glücksspielmatch. Kolosseum Lobby. Okay, vielleicht musste ich doch zu ihr. Und ultimative Glücksspielmatch. Pool VIP Lunch. Deswegen wollte ich hier hin. Und den in der Lobby können wir auch gleich nochmal mitnehmen. Okay, das ist noch ein Koffer. Haben wir eingerichtet, kannst teilnehmen. Gut. Weil das ist halt nämlich das, wo ich jetzt mal. Dadurch, dass ich ja. Mann, Alter! Doch gut aufgestellt bin. War das Rezeption oder war das in der Lobby? Ich glaube, es war in der Lobby. Sollte das kein Problem sein, deswegen würde ich das ganz gerne mitnehmen, um noch ein bisschen mehr Kohle rauszuholen. Mehr wie 10 Millionen können wir sowieso nicht machen. Ich weiß nicht, war das der? Glücksspielmatch? Splitter-Match? Empfohlen? Großartig. Okay, cool. Was war da natürlich jetzt, oder was ihr jetzt verpasst habt, ist das, wo ich jetzt erstmal reingegangen bin, er mich vollgequatscht hat. Da es gibt ja noch andere hier und so. Das werden wir auch noch machen. Und ich habe ein paar Trophäen verdient, weil ich wahrscheinlich, naja, sehr viel gemacht habe. Und zwar, für die es vielleicht interessiert, es war das hier. Waren für mich die einfachsten Gegner, glaube ich. Hier wären auch 2 Millionen gewesen, aber die Kampfkraft von denen war noch ein bisschen höher gewesen, auch wenn es bloß minimal war. Aber das ist dann gut machbar. Besonders wenn der Clan oder wenn sein, naja, auch der Clan gut aufgestellt ist, ist das easy peasy. So, das war Ultimate. Jo, mehr kann ich halt nicht. Gegner Gesangsschaden mal 6. Okay, der macht mehr Schaden. Also ich kann mich damit jetzt auch auf die Schnauze legen, aber ich konnte ja jetzt gerade noch mal eine Stunde trainieren, deswegen. Ach, er jetzt wieder, ja. Ach, das war ja bloß ein D-Modus. Warte mal. Hör auf. Da können wir das nämlich auch gleich mal so nutzen. Ja, easy. Easy, das hatte ich ja vergessen, dass ich dann ja hier nur in dem Modus kämpfen kann. Ach ja, und Follower haben wir auch übelst viel. Ich glaube, wir brauchten für irgendwas auch Follower. 30.000 oder so. So, ich mache nochmal das hier. Mehr geht da eh nicht. Einfach bloß, um es nochmal mitzunehmen.
Ah, warte, warte, warte. Ich weiß gar nicht, ob der so viel abzieht. Also ich möchte sagen, Kampfkraft merkt man schon echt gut, ne? Und unsere Verteidigung auch halt super. Ich brauchte nicht mal das Dings. Deswegen, ich hoffe mal jetzt auch, dass die Gruppenmatches ein bisschen besser gehen. Weil ich muss noch mal gucken, wo wir das andere Special-Ding hier hatten. Wir haben ja 24 Millionen. Heißt also, ich werde das auch in mich wieder reinbuttern. Schließe die Familienbande ab? Schließe alle anderen... Was ist denn die Familienbande? Also müssen wir... Also kann ich eigentlich bloß hier weitermachen. Warte, bevor wir hier weitermachen. Bevor wir hier weitermachen. Fähigkeiten hochstufen. Ich weiß, ich habe hier noch welche für 3 Millionen. Das könnte ich machen. Aber ganz ehrlich, wenn es doch so geht und wir kriegen ja noch ein bisschen was dazu, hau ich hier jetzt einfach... Ja, kann ich eigentlich. Ich weiß halt nicht, ob das bei den Gruppenmatches dann auch supi zählt oder nicht. Ich glaube, ich muss noch mal ins Smartphone reingucken. Wo war denn der mit der... Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich möchte sagen, der war... auch in der VIP-Lounge. Wenn ich den jetzt nicht finde, werde ich mal mit den Gruppenkämpfen weitermachen, in der Hoffnung, dass ich da ein bisschen besser komme. War das der hier gewesen oder war das bloß so ein Agent, der... 50 Jahre arbeite ich hier nicht schon gelohnt. Danke, bin froh, dass ich gewählt habe. Nee, das war der anscheinend nicht. Irgendeiner wollte auch was mit Followern haben. Okay, da muss ich vielleicht außerhalb der Folge nochmal gucken. Egal. Wir gehen jetzt zur Rezeption. Ich kann mal gucken, vielleicht geht es ja eh noch ganz schnell. Weil da kann ich sowieso nichts machen. Einfach bloß um Nummer... Ja, wie gesagt, haben alle 20. Das dauert nicht lange. Ich will einfach bloß noch mal ein paar Millionen haben. Nicht um mich jetzt weiter aufzubessern. Und zwar habe ich das zum Beispiel mal so gemacht. Ich bin immer hier hinten dran gegangen. Achso, Kampfstil wechseln. Mann, komm mal wieder klar, Junge. So. Und habe mir da hinten ihn ausgesucht. Und bin erstmal immer nur auf die Schwächeren, auf die Schwächsten losgegangen. Weil die kriege ich dann alleine auch ganz gut fertig. Und halt immer darauf achten, dass, wenn möglich... Ja doch, macht schon einen kleinen Unterschied. Ich habe teilweise ein bisschen länger gebraucht, um welche fertig zu machen. Den hier aktivieren. Und den Rest machen ja die Leute. Wie gesagt, die sind sehr gut aufgestellt. Oh. Und ich mache mein Dings jetzt extra nicht für die anderen Kämpfe, damit das voll aufgeladen oder einigermaßen voll aufgeladen ist. Deswegen warte ich jetzt einfach mal ein bisschen. Ist auch weg. Wie viel haben wir denn noch? Zwei. Und das können jetzt die eigentlich alleine machen. Ach, da eben muss noch einer. Tada. Mehr ist es nicht. Wie gesagt, ab einer gewissen Stufe, das war noch nicht gleich so. Hat der eine immer noch sein Geschenk? Ja, und das war quasi das Ergebnis. Das habe ich da, ich weiß nicht wie oft gemacht, aber... Und hier... Tut sie ohne Schwede. Ach nee, das ist eine komische Hacke. Hier tut sie ohne Schwede. Das Einzige, was ein bisschen nervig ist hier, dieser Hattori, der Ninja. Das ist der, der immer irgendwie als erstes ausgenockt wird. Am häufigsten eigentlich. Und der Geschäftsmann. Aber den Geschäftsmann will ich halt drinnen lassen, weil der Power fürs Team gibt. So, jetzt haben wir aber wenigstens wieder 3 Millionen. Jetzt bin ich ein bisschen beruhigter. Mal gucken. Ich hoffe, es bringt was. Nicht, dass ich jetzt wieder hier total reinscheiße. Notfalls können wir in diese komischen besten vier da reingehen. Oh,
Warte mal, was ich machen will. Vielleicht bringt das ja gleich was. Ja, toll, jetzt geht er weg. Okay, ich habe schon kein Dings mehr. Oh Gott, Schwein gehabt. Okay, der ist weg. Wir haben noch keinen verloren, das ist gut. Aber ist so ein großes Viech auch schon weg? Scheiße, das wollte ich natürlich nicht. Jetzt steht der nicht auf, Alter. Okay, es sind bloß noch drei. Jetzt sind es null. Alter, haben wir gleich S dran geschafft, oder? Okay, Kaito ist... Keine Ahnung, was das war. Ah ne, der Ene hat ja eine Knarre dabei. Kaito war fast down. Ja, also cool. Aufstieg kriege ich jetzt hier leider nicht mehr, aber... Wie geht's Kaito? Ach komm, einfach rein da. Wir hatten ja jetzt alles, wo wir extra nur vier Leute oder sowas brauchten, hatten wir ja schon. Oh, hör auf dich zu wehren, Mann. Ach so, das war... Oh, ja, die Feuer... Ja. Die scheiß Feuer, Leute. Aber ich wollte erstmal hier die... Ja, let's go. Und die weg. Weg. Danke, Typ. Oh, komm vom Zaun weg, Alter. Alter, da ist noch einer, der geht. Okay, der ist schon weg. Sogar fast nochmal geschafft. Aber es ist gut drin. Ich habe jetzt leider keine Dings mehr. Ich hoffe, das wird beim nächsten Mal besser. Aber damit, ja, Rang, nur Rang A. Verbessern können wir die nicht mehr. Ja, Kohle ist mir relativ scheißegal. Aber ich habe zum Beispiel auch mal in die Trophäen reingeguckt und ich wäre davon ausgegangen, dass man hier überall S-Rang und sowas braucht, um 100% durchzukriegen oder auch bei AKM alles zu machen. Braucht man gar nicht. Also ich glaube, für so eine Art von Spiel, ist das... Wo ist denn meiner? Ist das relativ einfach, glaube ich, sogar Platin zu kriegen. Und ich weiß jetzt nicht, was die für Perks hatten. Ah, siehst du, den Kämpfer ist bestimmt schon wieder raus. War. Ich wollte doch von denen gar nichts.
für mich macht es doch mehr Sinn. Oh Gott. Dass der Typ mich mit seinem Hammer hier erstmal treffen muss. Erstmal die Kleen weg zu frühstücken, weil dann konzentrieren sich alle bloß auf ihn. Yeah, let's go. Komm schon, ist der Ball weg? Der ist weg. Okay, wir haben noch 1,5 Minuten für den Typen. Okay. Aber auch wieder nah dran. Ja, ist ein bisschen schade, dass Dings jetzt weg ist. Den werde ich auch heilen gehen, denke ich mal. Ich will da jetzt, wenn das jetzt noch schwerer werden sollte, jetzt kein Risiko unbedingt eingehen, dass wir da Ewigkeiten dran hängen. Hölle. Himmel. Keine Ahnung, was da jetzt der großartige Unterschied ist, aber... Ultimative Glücksspiel. Ja, ja. Obwohl. Ja, also das ist schön zu verdoppeln. Ich glaube, das würde ich auch gleich nochmal nutzen. Aber erstmal ein Fläschchen. Jo. Kein Ding. Ja, ich würde jetzt erstmal das Ultimative freischalten. So, das war VIP-Lounge. Es ist ehrlich gesagt ein bisschen nervig, dass ich nicht über SMS oder direkt übers Handy antworten kann, sondern dass ich jedes Mal zu ihr latschen muss, yo, um das freizuschalten. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wonach das geht. Ob nach Siege oder überhaupt nach Kämpfe oder keine Ahnung, oder ob ich genug Kohle dafür hätte. Ich würde das jetzt noch schnell machen. Weil im besten Fall, für die anderen brauchen wir jetzt nicht so viel. So. So. Flop. Ah ja, warte mal, ich vergaß ja wieder. Das ist ja wieder jetzt anders hier. Okay, mein Brenner. Und ich wollte den jetzt eigentlich bloß schnell weg haben. Nicht, dass mir das noch irgendwie mehr abzieht oder so. Das muss jetzt nicht unbedingt sein. Nachher hätte ich dann 10 Millionen verschenkt. Das wäre auch scheiße. Irgendwas vom Ackermähnetzwerk auf jeden Fall. So angeschlagen sind wir anscheinend null. Aber ich butter noch mal kurz. Ich butter noch mal kurz ein bisschen was rein. Weil im Endeffekt ist hier dann auch nicht mehr so viel. Krieg ich sogar voll? LOL. Okay, cool, da kann ich irgendwann nicht mehr. Also, ich kann bloß noch das und das muss ich erst freischalten. Ich bin guter Dinge. Problem ist bloß, wir werden mit Sicherheit noch irgendeinen Typen reinkriegen, der ein bisschen zu over ist. Also, wo ich mich wirklich anstrengen muss und mit Skill irgendwie ein bisschen versuchen muss. Hatte ich bei den Judgment-Spielen auch. Deswegen, das ist. Bisschen sehr heavy. Jo, erstmal wechsel. Wo sind das nur solche? Okay. Das Ding ist bloß, ich muss mich hier auf ihn konzentrieren am besten. Das Ding ist, meine Heiler dürfen halt nicht sterben eigentlich. Help.
LOL. Ah, shit. Okay, aber wir haben mit Sicherheit noch mal eine Möglichkeit, vernünftig anzugreifen. Weil er ist noch da. Auch wenn ich es jetzt gerade dicke kriege. Ich wollte sagen, wenn die anderen mal nicht nur rumstehen würden. Vielleicht reicht das schon. Vorhin waren ja auf jeden Fall auch zwei schnell weg. Ja, ist ja bloß noch die eine. Drauf da, Jungs! Drauf da! Nein! Drauf da, Jungs! Oh, Scheiße. Oh, Kacke. Geht doch. Ja, der eine, der hat es leider wieder erwischt. Aber ey, den holen wir gleich wieder. 3 Millionen. Man kann sich denken, was ich gleich mache. Aber ich gebe erstmal eine Runde. Ich hatte schon ein bisschen Befürchtung gehabt, das könnte dann doch schwieriger werden, wie gedacht. So, kurz nochmal zur Camper-Lounge. Camper. Camper. Dass du jedes Mal aufgeben musst, Alter. Also er ist halt wirklich der Schwächste. Selbst der Student oder der Büroangestellte ist. Na, ist da besser drauf. So. Wenn ich überlege, doch vor ein paar Folgen gesagt hat, das werde ich niemals hinkriegen, hier alles hochzubasteln. Doch, und es fehlt halt bloß noch ein Perk. Danke für deine Treue. Ich bin. Okay, du hast es endlich geschafft, Jojo. Du hast all meine Gadgets gemeistert, genau wie ich es von dir erwartet habe. Ich bin in Nakame-chans Versteck und würde mich gern persönlich bei dir bedanken. Ich schätze mal, wir kriegen das letzte Gadget. Und da durfte übrigens keine Trophäe kommen, wenn ich es richtig gesehen hatte. Wenn du dich komplett aufgewertet hast, davon wäre ich zwar eigentlich immer ausgegangen. Aber nur gut. So, erstmal ist das letzte Team Rumble rein. In Himmel. Was auch immer das heißt. Ich habe mir jetzt auch nicht durchgelesen, was da jetzt kommt. Wird aber, denke ich mal, ein bisschen knackiger werden. Okay. Ich werde mein Dings auch jetzt extra nicht einsetzen, falls das... Ich wollte sagen, verpiss dich, Mann. Ich sehe ja gerade gar nicht mehr durch. Okay, ja toll, der Dings ist schon wieder raus. Kann ich mal hier durch? Alter, ich sehe ja gar nicht. Muss er mich immer mit dem Scheißhammer selber niederprügeln? Ich meine, ich gehöre zu dir, Junge. Yeah, let's go. So, einfach bloß wieder, damit wir uns... Wow. Alle anderen konzentrieren können und nicht auf die Spacken hier. Oh nein, Alter, der war doch kurz vor tot. Oh cool. Ja.
Hätte er das überhaupt noch gebraucht? War der nicht gerade schon tot? Ich wollte nämlich gerade sagen. Gut, na, außer der eine, der natürlich wieder ausfallen musste. Aber. Und sogar Rang ist. Okay, krass. Okay, ganz egal, wie teuer das Gadget ist, was wir kriegen werden. Vielleicht verbessert das irgendwie alle. Ich meine, das sind ja, das sind Special-Sachen, aber die Familienbande ab, ich weiß nicht, ob das dann mit den vier Leuten da zusammenhängt. Schließt ja alle anderen Kämpfe ab. Also ich kann erst das machen, wenn das da ist. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung gegen die vier Besten. Das ist dann quasi, also das ist die Familienbande, dann kann ich gegen den und dann wird das wird wahrscheinlich derselbe sein. Obwohl hier Schwierigkeitsgrad 5. I don't know. Aber wisst ihr, was wir machen werden zum Ende der Folge noch? Ich will jetzt mal wissen, was diese Rogi noch hat. Wir gehen gleich mal zum Helipad. Und ich denke mal, dann werden wir uns komplett aufwerten und dann... Ja, werden wir eigentlich morgen mit den letzten drei verbliebenen Königen weitermachen. Da muss ich zwar alleine kämpfen, ich hoffe, ich kriege das vernünftig hin. Da kann ich wieder reinfehlen vielleicht, aber ja. So, Grüße. Was hast du denn für mich? Okay, du, da fallen mir ja die Augen raus. Du hast die Gadgets endlich so weit wie möglich verbessert. Du hast richtig reingebuttert, Joryu, dass dieses Schmuckstück noch so abliefert haben wir nur dir und deiner harten Arbeit zu verdanken. Ich habe die zwar nie verwendet, aber das sagen wir ihm nicht. Und niemand außer dir wäre in der Lage, richtig damit umzugehen. Neues Update. Okay, danke. Muss ich es wirklich nochmal sagen? Du bist der Stärkste der Welt. Danke, dass du einem alten Hornochsen wie mir dabei hilfst, seinen Traum zu verwirklichen. Ich bin dir echt was schuldig. Okay, was hast du mir jetzt da gegeben? Du hast eine... Ja, das weiß ich. Heat Action. Doji-Kampfkunst? Okay. Also ist auch günstig. Cool, jetzt haben wir nichts mehr zum Ausgeben. Maybe. Was Neues freigeschaltet habe ich aber nicht, ne? Ich wollte bloß mal gucken. Anfrage. Ne, hier sind immer noch Schnapp die Kugeln. Apropos Kugeln. Ich weiß gar nicht, war das hier gewesen? Ich wollte bloß mal gucken, wie viel wir hatten. Ich möchte sagen 4. Ja, 3 fehlen. Ich kann mir vorstellen, wenn wir den Dings noch gewinnen, kriegen wir ihn. Kriegen wir einer. Hier gegen die drei Hansels, die da morgen auf uns warten. Aber der Rest, Alter, keine Ahnung. Nichtsdestotrotz, war ein erfolgreicher Tag. Wir haben die Arena soweit beendet. Außer, dass, naja, 2 Platin-Sachen fehlen mir halt eben noch. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen im Kolosseum wieder, wenn wir uns dann um die drei Hansels kümmern. Also bis denn dann. Ciao, ciao.